Hallo, ihr lieben Duftnasen da draußen. Es wird Zeit für mein Angedüftelt und Aufgebraucht für den Monat März. Und ich habe eben festgestellt bei der Vorbereitung und wo ich mir alles hingelegt habe, dass ich da nicht wirklich viel angedüftelt habe. Nur von dem Glas Colonial Candle Soft Peony, den hatte ich mir irgendwann mal in Melz gegossen. Davon habe ich tatsächlich dann ein paar aufgebraucht. Es sind aber immer noch sehr, sehr viele drin. Und das ist so ein wunderschöner Duft. Er riecht nicht wirklich nach Peony, finde ich, also nach Pfingstrose. Er hat zwar etwas Florales, ja, vielleicht, wenn man es weiß, was ganz leicht Rosiges. Es ist vor allem ein pudrig-parfümiger Duft, der einen floralen Hintergrund hat. Und er hat so wenig Rosenanteil, dass mein Freund, der keine Rosendüfte mag, den hier mag. Das ist also das einzig angedüftelte Glas von Colonial Candle, der Soft Peony. Dann habe ich aufgebraucht von Purity Lab, eine kleine No-Name-Firma, sage ich jetzt einfach mal, Lush Magnolia, so ein kleines Gläschen war das. Das war ein sehr schöner Magnolienduft, den habe ich ganz klassisch runtergebrannt. Der hat auch keinerlei Probleme gemacht dabei. Der Duft war so ein ganz zart, floraler, frühlingshafter, fast schon cremiger Duft. Nur leider hat das Glas keine große Duftabgabe gehabt. Ich hatte ihn im kleinen Flur stehen. Man hat ihn leicht wahrgenommen, wenn man in unmittelbarer Nähe war. Der Duft aber war schön. Dann habe ich ein Votiv leer gemacht von Green Leaves, ebenfalls Magnolia. Der war schön. Der war richtig schön. Ach, man riecht es hier leider kaum noch. Aber der war richtig toll. Ich erinnere mich, dass das... Also zum einen war der unglaublich intensiv. Der Duft selber war ein richtig toller Magnolienduft. Unglaublich frühlingshaft, unglaublich weich und trotzdem kräftig. Und ja, fand ich toll. Jederzeit gerne wieder. Dann habe ich Heart & Home Tarts leer gemacht. 3 Stück. Einmal meinen geliebten Kaschmir, einfach ein gemütlich kuscheliger Kaschmirduft, leicht parfümig, mag ich sehr gerne, hatte ich schon etliche Male, werde ich mir auch sicher wieder nachkaufen. Gleiches gilt für den Himmelsblau, das ist so ein schöner, leicht floral-ozonischer Moschusduft. Ich finde den Namen sehr schön gewählt, denn ich mache ihn auch immer bei Sonnenschein an und er hat auch irgendwie was, er vermittelt eine Stimmung von strahlend blauem Himmel. Mag ich sehr gerne, war auch nicht mein erstes Tat und wird nicht mein letztes sein. Dann, wie rum gehörst denn du? River Rock, Heart & Home, ich dachte gerade, wo steht denn hier der Name? Den hatte ich erst vor kurzem bekommen. Den hatte ich auch noch nie, also jetzt das erste Mal. Und das war ein richtig schöner, maskulin frischer Duft. Hatte was von einem edlen Parfum oder edlen Aftershave. Fand ich super. Darf jederzeit sehr gerne wieder einziehen. River Rock. So, dann kommen wir mal zu den kleinen Dingen. Von Eisflower hatte ich White Musk in der Lampe. Das war wirklich einfach nur ein weißer Moschusduft. Unglaublich pudrig, unglaublich parfümig und unglaublich toll. Oh, das ist so schade, dass der leer ist. Der war grandios. Wenn ihr weiße Moschusdüfte mögt und so pudrig parfümig, der von Eisflower ist sehr zu empfehlen. Dann hatte ich von Eisflower die Wassermelone. Das war so eine kleine Kugel. Und den fand ich okay. Er war anfangs wirklich recht frisch und süß, wie halt Wassermelone so ist. Aber nach 3-4 Stunden wurde er extrem künstlich. Trotzdem fand ich ihn alles in allem eigentlich ganz gut. Wenn ihr Melonendüfte mögt, könnt ihr euch den sicherlich mal anschauen. Von Eisflower Nivea. Ja, auch den mochte ich. Das war nämlich ein Nivea Dupe und auch recht authentisch fand ich. Das war ein sehr schöner, cremiger, kuscheliger Duft.
wie halt eine Nivea-Creme. Sehr schön. Von Candle Warmers hatte ich After the Rain in der Lampe. Das war irgendwas Frisches. Ja, was sehr Frisches und ozonisch-aquatisch, wirklich wie Regen, mit so ein bisschen Grün im Hintergrund. Ich habe keine genaue Erinnerung mehr an den Duft, ich weiß aber, er hat mir gefallen. Der war noch relativ am Anfang vom März. Dann hatte ich von Blue Moon Vanilla und Lavender mit Zucchini Bread. Und hier fand ich das Melt richtig gut. Ich hatte nicht diese Blue Moon Eigennote, die ich sonst so oft rieche. Und ich fand auch die Mischung sehr schön. Also Lavendel, Vanille und Zucchini Bread, so verrückt sich das anhört, finde ich, passt sehr gut zusammen. Das Melt war sehr intensiv und es hat auch recht lange angehalten. Fand ich toll. Dann hatte ich von Blue Moon Kamillentee Honey in der Lampe. Auch hier hatte ich keine Blue Moon Eigennote. Und man roch beides sehr gut raus, den Kamillentee wie auch den Honig. Es war ein sehr gemütlicher Teeduft, war in Ordnung. Ist nicht unbedingt meine liebste Kombination, Kamille und Honig, aber ich fand ihn prinzipiell jetzt nicht schlecht. Von Bath & Body Works hatte ich den Intense Coffee, beziehungsweise den hatte mein Freund mit auf der Arbeit, denn er wollte dort einen Kaffeeduft haben. Ich selber habe ihn nicht warm erlebt, er hat mir aber gesagt, dass es wirklich ein reiner schwarzer Kaffee war. Er hat keinen Zucker oder keine Milch wahrgenommen oder Karamell. Er sagt, am Anfang war er ihm viel zu stark, er musste ihn immer wieder ausmachen und dann wieder anmachen, nur immer nur ganz kleine Zeiten. Und später, als das Öl ein wenig verflogen war, war es dann ein wenig besser. Prinzipiell sagt er, es war ein schöner Duft, er bräuchte ihn aber nicht zwingend noch einmal. Bath & Body Works, der Intense Coffee. Dann hatte ich von Bath & Body Works, da habe ich mir sogar einen Zettel reingemacht, den Gingham. Sagt mir jetzt schon gar nichts mehr. Man riecht auch nicht mehr viel. Ich habe mir aber notiert, dass er zitrisch-fruchtig war mit einem ganz kleinen floralen Einschlag. Und drin sein sollten blaue Fräsie, weißer Pfirsich und Clementine. Ich habe ehrlich gesagt keine Erinnerung an die Details. Am Tütchen riecht man nicht mehr viel. Ich weiß aber, dass ich ihn, als ich ihn verdüftelt habe, als angenehm empfunden habe. Von Goose Creek, der Garden House. Davon habe ich ja mittlerweile auch den Hauswarmer, also auch das ist ein Duft, der mir gefällt. Das ist ein unglaublich fruchtiger Duft. Ich glaube, es war Granatapfel, der da drin war. Und hinter der Frucht kommt irgendwie was Grünes. Wobei ich das Grün nicht definieren kann. Ist es jetzt wirklich Wiese? Sind es Blätter? Sind es verschiedene Blumen? Es ist vielleicht von allem etwas. Ich mag die Komposition, obwohl er sehr fruchtig ist. Und ich ihn mir am liebsten noch grüner gewünscht hätte. Aber auch so finde ich ihn sehr schön. Von Goose Creek, der Garden House. Dann hatte ich von Goose Creek Noah's Ark in der Lampe. Ja, das ist ein Duft, den ich sehr schwer beschreiben kann, weil da irgendwie von allem etwas drinnen ist. Da ist irgendwie was Fruchtiges drin, was Frisches, was Florales, was Süßes. Irgendwie von allem etwas, ja, vielleicht außer was Foodigem. Der ist so vielschichtig, ich kann ihn nicht beschreiben. Ich denke aber, viele von euch kennen ihn. Er ist leicht parfümig und ich mag ihn sehr gern. Von Irma von Duftimpressionen hatte ich den französischen Lavendel in der Lampe. Das ist ein richtig toller, krautiger Lavendel, der getrocknet wurde. So, als hättet ihr wirklich ein getrocknetes Lavendelsträußchen oder diese berühmten Lavendelkissen mit den getrockneten Blüten. So riecht dieser Duft. Unglaublich authentischer, trockener, krautiger Lavendel. Ein super Duft. Von Village Candle hatte ich Wax Crumb und zwar von Purity. Das ist der hier. Das war für mich ein sehr frischer Duft. Der hatte was wie diese Rain-Düfte. Der war irgendwie wirklich so frisch wie
Regen. Ja, fand ich in Ordnung, aber nicht wirklich überragend. Dann von Village Candle den Fields of Poppies. Das ist ein sehr schöner, leicht parfümiger Mohnblumenduft. Den Duft fand ich auch mega toll, auch im warmen Zustand. Allerdings fand ich ihn nicht sonderlich intensiv in der Duftabgabe. Aber prinzipiell fand ich ihn sehr schön. Von Beautiful Fragrances hatte ich Rose Gem Type in der Lampe. Das war wirklich ein süßer Rosenduft. Also ich weiß nicht, ob ich da wirklich Marmelade rausgerochen habe, aber es war schon so, dass die Rose mit viel Zucker in Verbindung war. Denn es war ein sehr süßer Duft und ich mochte ihn. Müsste ich jetzt aber nicht zwingend nochmal haben. Dann von Wohlfühlmomente Rose Gold. Hatte ich so ein kleines Bröckchen. Und der. Das war so eine etwas edlere Rose. Ich glaube auch keine reine Rose. Da war noch irgendwas anderes mit dabei. Sandelholz, Moschus. Es hatte irgendwie was Gemütliches, was Edles. Den fand ich auch super. Dann hatte ich Around the Tree, ebenfalls von Wohlfühlmomente. Das war nur so ein Tröpfchen. An den kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, dass ich den diesen Monat in der Lampe hatte. Ich rieche auch nicht mehr viel. Ich denke, es war ein Nadelbaumduft und Nadelbaumdüfte gehen bei mir eigentlich immer und auch ganzjährig. Dann hatte ich Lavender Marshmallow von Doris in der Lampe. An den erinnere ich mich. Das war ein sehr schöner, süßer, cremiger Lavendelduft. Ja. Also wirklich eine schöne Mischung aus Lavendel und Marshmallow. Ganz toll. Und dann hatte ich von Doris Flower Shower in der Lampe. Flower Shower war schön, das weiß ich noch. Das war nämlich ein richtig schöner, frühlingshafter, leicht cremiger, floraler Duft, der einfach nur toll gepasst hat. Und ich erinnere mich daran, dass ich den zeitgleich anhatte mit einem Tart von Yankee Candle Green Grass. Und die Verbindung war auch mega toll. Dann hatte ich von Doris Pink Leilani in der Lampe. Das war irgendwie was sehr schön feminin, pudrig, parfümiges, von dem ich euch nicht sagen kann, was da genau drinnen ist. Bei parfümigen Düften bin ich mir sowieso immer sehr unsicher, was Bestandteile angeht. Ich weiß, er hat mir gefallen, Pink Leilani. Dann hatte ich von Colonial Candle Cozy by the Fire. Da waren richtig, richtig viele Duftbrocken drinnen und ich habe die alle hintereinander weggebrutzelt. Bis auf drei, glaube ich. Die habe ich weitergegeben, damit jemand anders diesen Duft auch einmal testen kann. Er hat eine ganz minimale rauchige Note. Der Duft ist aber so cremig, dass ich glaube, dass auch jemand, der die Fireside-Noten sonst nicht mag, mit diesem Duft klarkommen könnte. Es ist ein unglaublich gemütlicher, kuscheliger Duft. Wirklich nur mit feinen Unternoten von Holz oder von Rauch, Fireside. Ich finde den toll und bis vielleicht auf den heißen Sommer, glaube ich, könnte man den auch ganz jährlich düfteln. Colonial Candle, Cozy by the Fire. Dann hatte ich von Scentsy Woodland Sweat in der Lampe. Hier riecht man nichts mehr. Aber das war, ich erinnere mich dran, ein holzig-ledriger Duft. Und ich glaube, ich fand den sehr schön. Und wie immer bei Scentsy war der auch sehr intensiv. Dann habe ich nochmal Scentsy Vanilla Sweat. Den hatte ich zweimal in Tauschpaketen bekommen. Und ich habe auch direkt beide auf einmal aufgebraucht. Also insgesamt waren das vier Bröckchen.
Und das ist auch ein richtig toller parfümiger Duft, der eine gewisse Ähnlichkeit hat zu Storybook Dreams von Bridgewater Candle. Fand ich toll, dürfte jederzeit gerne wiederkommen. Den fand ich großartig. Von Scentsy, My Only Sunshine. Das war ein richtig schöner, floral-sonniger Duft, sag ich mal. Denn er hat definitiv gelbe Blüten drinnen. Irgendwas leicht parfümiges und ozonisches und das Ganze hat wirklich was von einem wunderschönen Sonnenschein-Frühlingstag. Ich liebe diesen Duft. Ich finde, der passt so gut in die Jahreszeit. Ja, My Only Sunshine von Scentsy. Ganz toll. Dann von Scentsy Toy Story, Would You Reach for the Sky? Ah, das war dieser schöne holzig-maskuline Duft. Leicht holzig, leicht maskulin, leicht parfümig. Und wieder genau mein Beuteschema. Habe ich sehr genossen an dem Abend, wo ich ihn in der Lampe hatte. Und dürfte auch jederzeit gerne wieder in meine Lampe hüpfen. Dann habe ich von Liebe zum Handmade die spritzige Orangenblüte verbraucht. Der war auch sehr schön, also wenn ihr so Orangendüfte mögt, kann ich den sehr empfehlen. Ah, leider riecht man es hier nicht mehr. Ich fand ihn eigentlich relativ authentisch. Er hat allerdings nicht nur die Orangenblüte, würde ich sagen, sondern auch einen klitzekleinen Anteil von der Frucht. Aber es war ein sehr schöner, relativ authentischer, erfrischender Orangenduft, der meines Erachtens ganz jährlich funktionieren müsste. Und nochmal Liebe zum Handmade, da hatte ich ein Duftherz in Tulpe. Auch den fand ich toll, denn der roch auch für mich sehr authentisch, sehr langanhaltend und sehr intensiv. Auch hier rieche ich jetzt leider nichts mehr, aber er roch wirklich nach Tulpe. Wenn ihr Tulpendüfte mögt, reine Tulpe, nichts anderes dabei, dann probiert den von der Jutta einmal. Dann hatte ich von Bears Wax Bakery Rosenblüte und Blackberry Jam und Vanilla Bean in der Lampe. Ja, das war so ein Melt. War in Ordnung. Also ich fand es jetzt nicht ekelig oder so, das nicht, aber er hat mich auch nicht gecatcht. Also ja, diese Kombination bräuchte ich jetzt nicht zwingend noch einmal. Von Bea Coconut Milk Lavender mit Warm Vanilla Sugar. Das war eine tolle Mischung. Ich mag die Öle alle einzeln und auch zusammen fand ich sie super. Der Coconut Milk Lavender hat so eine schöne, cremig, sanfte Note. Lavendel wird dadurch richtig sanft und cremig. Und der Warm Vanilla Sugar gibt dem Ganzen irgendwie einen leicht parfümigen Touch. Mochte ich sehr gerne. Von Bea Tea and Cakes. Auch den mochte ich sehr gerne. Das ist ein sehr schöner Teeduft, der im Hintergrund wirklich was Gebäckartiges hat. Ja. Immer wieder gerne Tea and Cakes von Bea. Von der Wachsmacherei Golden Sunset und Baby Powder. Ja, den fand ich jetzt ganz nett. Ich bin jetzt aber nicht so hellauf begeistert wie zum Beispiel der liebe Hannes. Ich kenne beide Öle mittlerweile einzeln. Ich finde sie auch schön, aber ich finde, dass es noch bessere Kombinationen gibt. Es ist eine schöne Kombination, nicht falsch verstehen. Ich habe ihn auch sehr genossen, als er warm war. Aber ich weiß nicht, ob ich mir jetzt unbedingt eine Custom so gießen lassen würde. Dann kommt einmal der Golden Sunset von der Wachsmacherei Solo. Da hatte ich einmal einen 100-Gramm-Beutel. Golden Sunset ist, würde ich behaupten, so ein Amberduft. Weil er hat für mich tatsächlich dieses Sunset-Feeling, dieses Sonnenuntergangs-Feeling. Und das ist meistens bei Düften, die Bernstein enthalten. Er war leicht parfümig und ich fand ihn auch sehr schön.
Golden Sunset von der Wachsmacherei. Und noch einmal die Wachsmacherei Lavender Kaschmir. Auch das war mal ein 100 Gramm Beutel und der ist jetzt auch leer. Das war ein sehr schöner Duft. Die Kaschmirnote fand ich relativ dezent. Also es war keine mega starke Kaschmirnote. Es hat aber gelangt, um den Lavendel noch kuscheliger und noch gemütlicher zu machen. Ich fand ihn so schön, dass dieser Beutel auch ruckizucki leer war. Dann habe ich hier von Traumdüfte Blue Agave und Kakao. Und obwohl hier Kakao drinnen ist, finde ich, ist das kein Foodie-Duft. Es war für mich so was cremig-kuscheliges. Mit einem, ja, für mich hatte das einen kleinen rauchigen Hintergrund. Ich weiß nicht, ob es so beabsichtigt war, aber ja, für mich war das was cremig-kuscheliges mit einem leicht rauchigen Hintergrund und auch den fand ich schön. Von Traumdüfte hatte ich Endless Love in der Lampe. Und Endless Love war ein parfümiger Duft. Ein feminin parfümiger Duft. Mehr rieche ich nicht mehr. Ich weiß, ich fand ihn schön, aber ich habe mir keinen Zettel reingemacht. Diesen Monat lief bei mir irgendwie alles ein wenig anders als sonst. Ich denke, die Erfahrung haben viele von euch gemacht. Durch die Dinge, die draußen passiert sind. Ja, da war ich am Anfang und bis Mitte des Monats ganz oft gar nicht so richtig bei der Sache beim Düfteln. Man hat sehr viel Nachrichten geguckt. Und ich habe sehr oft nicht wie üblich Zettelchen in die Beutel getan. Ich hoffe, es wird sich dann im nächsten Monat wieder einspielen. Deswegen kann ich euch zu dem hier halt nicht viel sagen, außer dass er feminin parfümig war und ich ihn mochte. Dann hatte ich von Traumdüfte Magic in the Air. Auch das war mal ein 100 Gramm Beutel. Magic in the Air ist ein leichter, feminin parfümiger Duft. Sehr ozonisch, sehr frisch, aber auch sehr sanft und ein Hauch lieblich. Mag ich sehr gerne, ist übrigens auch ein richtig toller Blendpartner. Dann von Traumdüfte Coconut Milk Lavender und Warm Vanilla Sugar. Die Kombination hatten wir ja eben schon mal von, ich glaube, Doris. Ja, einfach eine richtig schöne, sanfte Mischung, beruhigend, sanft und durch Warm Vanilla Sugar auch ganz leicht parfümig. Dann Traumdüfte Warm Vanilla Sugar Solo, auch das waren mal ein 100 Gramm Beutel, der jetzt endlich leer ist. Das ist für mich einfach ein richtig schöner Vanilleduft, der leicht parfümig ist und ist ein Bath & Body Works Tube. Mag ich sehr gerne. Und von Traumdüfte Lavender Vanilla, da war eine Tafel drin, beziehungsweise diese kleinen Tafeln. Ja, und Lavender Vanilla ist auch eine sehr schöne cremige Lavendel-Variante. Cremig, süß, mit einem Hauch von Lavendel. Auch den mag ich sehr gerne, eigentlich von fast allen Firmen. Jederzeit gerne wieder. So, und jetzt kommen wir zu Yankee Candle. Da hatte ich einmal ein paar Testbrocken von Fresh Ass. Das war auch ein frischer Duft. Minimal maskulin, bisschen aquatisch. Aber warm fand ich den nicht so toll. Bräuchte ich also nicht noch einmal. Von der Yankee Candle Home Inspiration Reihe hatte ich den Clear Blue Skies in der Lampe. Da habe ich zum Glück auch noch ein paar Melts von, denn den fand ich richtig schön. Ein sehr frischer, ozonisch, leicht zitrischer Duft. Finde ich toll. Ich habe, wie gesagt, noch zwei Melts davon und da freue ich mich drauf, denn der hat mir richtig gut gefallen. Dann hatte ich ein selbstgegossenes großes Melt von Yankee Candle Peony. Also die Pfingstrose, ein sehr schöner, recht intensiver Pfingstrosenduft, der auch ein kleines bisschen parfümig ist, finde ich, mag ich sehr gerne. Peony. Von Yankee Candle Happy Spring.
Den fand ich auch sehr schön. Ich glaube, das war so eine Art Tulpenduft. Tulpen und noch ein paar andere Frühlingsblumen. Fand ich sehr schön. Dürfte, glaube ich, sogar als Glas einziehen. Ist jetzt nicht zwingend auf meiner Wunschliste. Ich hätte aber auch nichts dagegen, ihn zu haben. Dann von Yankee Candle Riviera Escape. Mit dem habe ich es ja noch einmal probiert. Den hatte ich im Badezimmer an. Das ist so ein aquatischer Duft mit relativ großem floralen Einschlag. Im Badezimmer fand ich ihn diesmal auch in Ordnung. Aber ein Glas davon bräuchte ich nicht. Riviera Escape. Dann hatte ich vom letzten Jahr noch aus der Home Inspiration mein Fragrant Spring Meter übrig. Noch zwei Brocken und habe auch noch einen großen Brocken damals in einem Tauschpaket bekommen. Und die habe ich jetzt beide aufgebraucht. Das ist auch so ein herrlich frischer grüner Duft. Es hat was von einer Wiese, auf der die ersten Blümchen blühen. Und er ist frisch und jetzt ist er leider leer. Schade. Den habe ich wirklich sehr, sehr gemocht. Dann hatte ich Melz von der lieben Franka. Da hat sie für mich mal Viva Havana und Mountain Lodge gemischt. Langsam reden. Sie hatte quasi von der lieben Dalinka den Tipp bekommen. Ja, und diese Mischung ist der Hammer. Ich hätte es mir nicht so vorstellen können, aber es roch unglaublich gut. Es war ein größerer Anteil, würde ich behaupten, von Viva Havana. Also von diesem süßigen, tabakartigen, warmen Duft. Und im Hintergrund dann Mountain Lodge, diese ja, leicht modrige Holzhütte, die aber auch einen frischen Aspekt hat. Ich fand die Mischung grandios. Fand ich wirklich toll. Und Yankee Candle Elevation Collection, den Harvest Walk, hatte ich in der Lampe. Auch von ihm habe ich zum Glück noch ein paar Brocken übrig, denn ich habe den in mehreren Tauschpaketen geschickt bekommen. Das ist ein schöner, holziger Duft mit vielleicht ein bisschen Laubanteil, ich weiß es nicht. Aber für mich hat das wirklich was von einem Waldspaziergang und ich finde, dass er warm eine parfümige Note bildet, die mir richtig gut gefällt. Harvest Walk gefällt mir. Dann hatte ich zwei Teelichter von A Flowers in the Sun an. Die sind ganz klassisch runtergebrannt, zeitgleich. Flowers in the Sun ist für mich auch ein sehr schöner Frühlingsduft. Im ersten Moment schießt mir hier immer Ananas in die Nase, gefolgt mit so ein paar gelben Blüten, Butterblumen und sowas. Ja, mag ich. Dann hatte ich Wax Crumbs von Yankee Candle, nämlich Spring Days. Ein unglaublich schöner floraler Duft. Ich weiß nicht mehr, was da genau drin sein sollte. Aber ich weiß, als er an war, hatte er für mich wirklich was von einer wunderschönen, ja, entweder Wildblumenwiese oder aber, als wenn ihr in ein Blumengeschäft geht, wo die ersten Frühlingsblüher gerade zu Sträußen gebunden werden, fand ich sehr schön. Passt super toll in den Frühling. Und den Waterfall Canyon. Das war ein richtig frisch aquatischer Duft. Und der hat bei mir auch funktioniert. Der hatte für mich keinen Klosteincharakter. Ich hatte den im Flur an, zum Badezimmer hin. Und er hatte da wirklich was Frisches, Sauberes. Da hat er mir gut gefallen. Waterfall Canyon. So, und jetzt kommen noch meine Tarts und Sampler, die ich aufgebraucht habe. Denn auch diesen Monat habe ich mir wieder möglichst viel Mühe gegeben, möglichst viele Yankee Tarts und Sampler aufzubrauchen. Da habe ich hier einmal Lavender Springs aus der Home Inspiration Reihe. Das war ein Votiv. Das war ein sehr schöner Lavendelduft. Und hinter dem Lavendel war noch irgendwas anderes Blumiges, hatte ich das Gefühl. Das Problem war, ich habe es nicht als Votiv abgebrannt, sondern schon in der Duftlampe.
Und er war trotzdem sehr schwach und überhaupt nicht intensiv. Also von daher auch kein Nachkaufkandidat, obwohl der Duft eigentlich ganz schön war. Dann hatte ich A Child's Wish in der Lampe. Auch das ist ein sehr dezenter Duft. Ich hatte ihn auch mal als Glas und als Glas nimmt man ihn so gut wie gar nicht wahr. Als Tarte ein wenig. Hat für mich wirklich was von einer schönen Frühlingswiese, wo vielleicht ein paar Pusteblumen drauf wachsen, ein bisschen Klee. Vielleicht hat es kurz vorher noch geregnet. Also ein sehr grün-grasiger Duft, aber wie gesagt, nicht gerade die dickste Duftbombe. Dann hatte ich den Meadow Showers. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das ist auch ein sehr schön grün-grasiger Duft, aber um einiges frischer als A Child's Wish. Wirklich, als hätte es gerade in Strömen geregnet. Die ganze Wiese ist pitschepatsche nass und ja, es riecht einfach frisch und sehr grün-grasig. Und ich mag ja so Wiesendüfte und deswegen mochte ich auch Meadow Showers. Und wenn wir schon bei den Wiesendüften sind, ich hatte ja schon eben angedeutet, dass ich den einen Blumenduft von Doris zusammen mit Green Grass in der Lampe hatte. Und da ist er. Da ist Green Grass. Und der riecht nach genau dem, was da drauf steht und nach nichts anderem. Es ist einfach nur eine schöne, von der Sonne beschienene Wiese. Keine Blumen, keine Bäume. Einfach nur Wiese. Mag ich total gerne, gerade im Frühling. Und ich finde einfach, dass man ihn auch total schön mit Blumendüften kombinieren kann. Ja, jetzt habe ich nur leider keinen mehr. Ich muss mir wieder Nachschub holen. Dann hatte ich den Wedding Day in der Lampe. So. Der zwar weiße Rosen auf dem Label hat, für mich aber kein Rosenduft war. Sondern eher so, ja, cremig weiße Blüten. Ja, fand ich sehr schön, ist aber kein Rosenduft. Also es sind für mich cremig weiße Blüten, ein schöner floraler Duft, aber nichts Rose. Dann hatte ich Lilac Blossoms in der Lampe. Einer der schönsten Fliederdüfte, wie ich finde, denn es ist für mich einfach nur Flieder und zwar alle drei Farben. Der tieflilane, der lavendelfarbene und der weiße. Ja, einfach nur Flieder, nichts anderes. Wenn ihr Fliederdüfte mögt, der ist schön. Dann hatte ich True Rose in der Lampe. Ein schöner roter Rosenduft, bei dem ich mir immer einbilde, ein klein bisschen von den Blättern und dem Stängel mitzuriechen. Und ich finde, dass man diesen Duft anriecht oder anmerkt, dass es rote Rosen sein sollen und keine andersfarbigen, mag ich auch sehr gerne. Und dann hatte ich Early Spring Bloom in der Lampe. Auch das war ein sehr schöner floraler Duft, der auch irgendwie was Cremiges hatte. Ja, der hatte für mich schon fast etwas von einer Bodylotion. So cremig war der. Er war aber trotzdem intensiv und den fand ich richtig toll. Den könnte ich mir schon wirklich gut als Glas vorstellen. Dann hatte ich Sunwashed Linen in der Lampe. Das ist ein Wäscheduft, der auch ganz in Ordnung war. Ich bin jetzt nicht der größte Wäscheduftliebhaber. Ich düfte sie hin und wieder, aber es ist nicht so, dass die mich komplett umhauen. Ja, aber ihn fand ich sehr angenehm. Er hat sowas wirklich von extrem trockener Wäsche. Also als wenn die Wäsche auf dem Ständer getrocknet ist und ihr hängt sie dann aber nicht ab. Sie bleibt da hängen, dieser Geruch, der dann entsteht. Daran hat mich das erinnert. Dann hatte ich A Soft Blanket mal wieder in der Lampe. Das ist auch ein Wäscheduft, der ist allerdings sehr weich und auch leicht parfümig und deswegen jetzt nicht mit klassischen Wäschedüften, finde ich, zu vergleichen.
Ich finde, der hat eine unglaublich kuschelige Note. Und für mich ist das ein Kuschelduft. Ja. Soft Blanket. Dann hatte ich hier noch einmal Flowers in the Sun. Das hatten wir ja eben auch schon als Teelichter. Wie gesagt, erst ein wenig Ananas, dann kommen für mich gelbe Blüten. Ein Tarte in Lake Sunset. Ein unglaublich schöner, parfümiger Duft, der Fruchtanteile enthält, aber auch Floralanteile. Ach, und ich liebe ihn. Von allen parfümigen Düften von Yankee Candle ist das mein absoluter Liebling. Lake Sunset ist großartig, leider nicht mehr im Sortiment. Dann habe ich hier Vanille Lavender Sandalwood von Yankee. Den hatte ich schon einmal und das ist eine grandiose Mischung. Ich liebe einfach diese Kombination aus Lavendel, Vanille und Sandelholz. Einfach nur toll. Unglaublich parfümig, aber auch kuschelig und entspannend und mega. Dann hatte ich den Autumn Night in der Lampe. Und auch wenn das offiziell ein Herbstduft ist, ist er für mich nicht herbstlich, denn er riecht nach einem sehr angenehmen Männerparfum. Frisch und ja, ein richtig toller Parfumduft. Hat für mich nichts Herbstliches. Wenn ihr maskuline Parfumdüfte mögt, dann funktioniert der ganz jährlich. Dann hatte ich einen Tarte von Pink Hibiscus, den hatte ich schon sehr lange nicht mehr in der Lampe. Der ist ja mittlerweile auch nicht mehr im Sortiment. Ich fand ihn aber im Frühling immer ganz schön. Denn der ist sehr kräftig floral. Und ich finde ihn auch unglaublich ausdrucksstark. Und ja, wenn ihr so auf diese Hibiskusnoten steht und auf sehr kräftige florale Düfte. Pink Hibiskus. Ich finde ihn schön. Und das letzte, dann sind wir durch, ist der Tahitian Nights. Das ist auch eine floral-maskuline Mischung. Er hat auf jeden Fall Lavendel drinnen, aber auch maskuline Noten. Es ist ein männlicher Lavendel. Ich weiß nicht, was da alles drinnen ist. Ich meine immer, Lavendel rauszuriechen, aber auch was Maskulines und was Frisches. Und auch den mag ich sehr gerne. Den könnte ich mir auch als Hauswarmer vorstellen. Ja, und das war's. War ja auch genug. Aber man war ja auch viel zu Hause und hatte Zeit zum Düfteln. Ihr habt sicherlich auch ein bisschen mehr als sonst gedüftelt. Einfach nur aufgrund der Tatsache, ja, dass ihr jetzt alle zu Hause sitzt, oder? Ja, ich bin gespannt, wie viel es im nächsten Monat wird. Bleibt mir alle gesund, ihr Lieben. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.